Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Die Quantenmechanik, diese Büchse der Pandora, die haben wir geöffnet auf unserer Reise von Aristoteles zur Stringtheorie. Und da müssen wir uns jetzt in einer Reihe von Beiträgen damit auseinandersetzen, was genau ist eigentlich Licht? Welle, Teilchen, diese Geschichten, das wollen wir sauber auseinanderklamüsern und dafür müssen wir richtig Schwung holen. Da müssen wir zurück nochmal zur Zeit von Isaac Newton. Und da gab es einen großen Konkurrenten, einen Holländer, den ich jetzt hoffentlich richtig ausspreche, Christian Huygens. Also ich dachte immer, man schreibt einfach Huygens, aber also ich werde vielleicht das ein bisschen durcheinander werfen, aber Sie wissen, wovon ich reden werde, von wem ich reden werde. Einfach ist der Name von Pierre de Fermat, um den wird es auch gehen, um das Höchchensche Prinzip und das Fermatsche Prinzip. Aber jetzt legen wir mal los. Newton war der festen Überzeugung gewesen, haben wir ja schon gehört, dass Licht tatsächlich aus Teilchen besteht, aus Photonen, wie wir es heute nennen. Also aus ganzen Paketen. Und da gab es schon ein konkurrierendes Modell, und zwar eine Beschreibung dieser Beobachtungen, die man gemacht hatte, dass beispielsweise Licht auch mal um die Ecke geht, wenn man irgendwelche Hindernisse in den Weg stellt. Das ist natürlich mit dem Teilchenbild jetzt irgendwie schwierig. Da musste Newton schon ziemliche Klimmzüge machen, dass seine Teilchen irgendwie dann angezogen wurden von diesen Hindernissen und solche, ja, abstrusen Ideen fast schon. Und insbesondere Beugung, Brechung. Also nicht nur dieses um die Ecke gehen, also Beugung, sondern auch, wenn es von einem Medium in ein anderes überging. Das kennen Sie ja alle, wenn Sie ein Glas auf dem Tisch stehen haben und da ist irgendwie ein Strohhalm drin oder ein Löffel, dann, und Sie betrachten es von der Seite, dann ist da immer so ein Knick. Also das Licht verhält sich jetzt hier irgendwie anders, wenn es von einem Medium in ein anderes übergeht. Und da hatte eben der besagte Christian Huygens folgende Idee der Beschreibung. Er hat gesagt, wenn so eine Wellenfront irgendwo eintrifft, also das ist jetzt hier mal so eine Wellenfront, dann darf man so tun, das war seine Idee, als wäre jeder Punkt dieser Wellenfront Ausgang einer neuen kugelförmigen Welle. Was soll das heißen? Also wenn ich jetzt hier rum irgendwie so eine kugelförmige Welle mache und hier auch, hier auch. Und das mache ich natürlich jetzt für immer mehr Punkte. Dann wird es immer konkreter, immer konkreter. Dann ist die Einhüllende dieser vielen Kugelwellen, also wenn ich hier mir Gedanken mache, wo treffen die denn jetzt hier alle zusammen? Das ist dann die neue Wellenfront. Und an dieser neuen Wellenfront könnte ich jetzt wieder hergehen und wieder Kugelwellen zeichnen. Und dann gäbe es wieder eine neue Wellenfront. Und so pflanzt sich diese Welle im Raum fort. Das war seine Idee. Und das führt jetzt dazu, wenn wir hier so, also jeweils ein Abstand zweier solcher Wellenfronten wäre jetzt die Wellenlänge. Und jetzt passiert einfach Folgendes. Die sind also jetzt hier immer gleich. Und die lassen wir jetzt mal auf ein Hindernis treffen. Zum Beispiel auf die Oberfläche von Wasser. Sagen wir mal, hier wäre jetzt ein See und wir betrachten diese Reflexion auf diesem See. Also hier drunter ist irgendwie Wasser. Was passiert jetzt konkret? Diese Wellenfront werden wir wieder identisch behandeln. Das heißt, wir werden wieder so tun, als dürften wir jeden Punkt als Ausgangspunkt einer neuen
einer neuen Welle, Kugelwelle betrachten. Jetzt läuft aber diese einfallende Welle hier früher, mit diesem Ende früher auf unsere Wasseroberfläche, als ein späterer Punkt, der läuft erst jetzt auf die Wasseroberfläche. Und der Punkt läuft meinetwegen jetzt erst hier auf die Wasseroberfläche. Was dazu führt, dass derjenige, der zuerst aufgetroffen ist, natürlich hier einfach mal den größeren Kreis, die größere Kugelwelle schlägt, bevor wirklich dann der Letzte auch mal hier angekommen ist. Wenn ich jetzt hier mal den Letzten ankommen lasse. Das war der Vorletzte. Der macht jetzt irgendwie sowas. Und das war ja, der kommt jetzt hier an. Der ist ein bisschen größer, diese Kugelwelle. Weil der ist ein bisschen früher angekommen, hat also mehr Zeit, die Welle schon mal wegzuschicken. Also diese Kugelwelle ist ein bisschen größer. Und die hier ist noch größer. Und die hier, die ist dann richtig groß. Diese erste. Prinzip ist klar, hoffe ich. Die Welle läuft ein. An jedem Punkt darf ich jeweils so tun, als wäre es Ausgangspunkt einer neuen Kugelwelle. Wenn die Welle jetzt hier auf eine Wasseroberfläche trifft, dann ist hier natürlich die Kugelwelle größer, weil die erst viel, viel später hier auftrifft und weniger Zeit hat, eine große Welle zu machen. Eine große Kugelwelle. Und wenn ich mir jetzt diese Einhüllende betrachte, das war eben diese Idee. Wenn ich wieder diese ganzen Wellenfronten jetzt hier verbinde, dann entsteht eben hier jetzt sowas. Und das ist jetzt anders geneigt als diese einfallende Welle. Da gibt es jetzt einen anderen Winkel. Und damit konnte Höchjens mit dieser ganz einfachen Überlegung, hat dann einfach hier immer mehr solche Wellenfronten hier gezeichnet, um diese Einhüllende zu bilden. Und dann konnte er ganz einfach diesen Effekt erklären, wieso Licht, das mit einem gewissen Winkel hier ankommt, mit einem anderen Winkel weiter von dieser Kante sich wieder entfernt. Und dieses Modell war weit überlegen diesen ganzen Korpuskelüberlegungen und diesen ganzen schwierigen Ansätzen von Newton. Aber Isaac Newton hatte natürlich enormen Impact in der Wissenschaftsgemeinde zu dieser Zeit. Und deshalb war man eher geneigt, ihm zu glauben. Nichtsdestotrotz sehen wir hier schon mal eine erste Diskrepanz. Man kann also Licht so oder so verstehen erstmal. Dieses Prinzip, das wurde dann, also das war jetzt 1678, wurde das präsentiert. Dieses Prinzip lässt sich jetzt weiter vorantreiben. Ich denke, es war 1816. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht lüge. Da hat Augustin Fresnel, ein Franzose, diese Idee weiter vorangetrieben und hat gesagt, okay, wie ist es denn jetzt, wenn so eine Welle nicht auf eine Wasseroberfläche trifft, sondern wenn so eine Welle zum Beispiel auf so einen Spalt trifft? Es gibt also hier einen Spalt. Da lassen wir von oben jetzt die Welle hier gerade einlaufen. Wie geht es jetzt hier weiter? Naja, selbes Prinzip wieder. Wir können hier wieder so tun. Hier oben hätten wir ja schon so tun können, als wäre jeweils das so eine Welle. Und diese neue Wellenfront. Und genau dasselbe machen wir jetzt hier in diesem Spalt. Das ist die Wellenfront. Wir tun also jetzt hier so und hier so, als würde sich eine neue Welle bilden, eine neue Kugelwelle. Und dann sieht man schon, wenn die Kugelwelle größer wird, was passiert dann? Wir kriegen wieder hier vorne eine Front. Die wird sich also wieder geradlinig weiterentwickeln.
Aber, und das war jetzt das entscheidende Aber, wir bekommen auch Anteile, die jetzt zur Seite weggehen. Also wir kriegen ja jetzt hier sowas. Das war schon mal eine Erklärung dafür, wieso jetzt Licht um die Ecke geht. Und dabei hat man jetzt festgestellt, Fermat hat da alles Mögliche probiert und gemacht und getan, und dann hat er schon mal festgestellt, aha, wie stark das Licht hier um die Ecke geht. Also dieser Winkel Phi, wenn man hier irgendwie so einen Winkel nimmt, dieser Winkel, der hing ab davon, erstmal von der Wellenlänge, aber auch von der Ausdehnung des Spaltes. Also wenn das hier, wenn wir diesen Spalt hier als Delta X bezeichnen, die Spaltbreite, und das ist natürlich die Wellenlänge Lambda, dann hat er festgestellt, aha, da gibt es eine Beziehung, und zwar der Sinus dieses Winkels, das war ungefähr Lambda durch Delta X. Damit war schon mal klar, aha, wie kann man so eine Brechung erklären und wie kann man so eine Lichtbeugung erklären mit diesem ganz einfachen Modell. Und jetzt würde ich erwarten, wir haben ja schon eine ganze Reihe von Videos gemacht, jetzt in dieser Reihe von Aristoteles zur Stringtheorie. Und ich glaube, Sie sind schon, jetzt darf ich nicht zu viel verraten, aber gewöhnt mittlerweile an die Denkweise von theoretischen Physikern. Das wäre ja das Ziel, weil da, wo wir noch hinwollen, da brauchen wir diese Denkweisen. Und deshalb würde ich jetzt hoffen, dass in Ihrem Kopf bereits eine Frage sich breit macht. Ich wische mal ganz kurz was von der Tafel weg und in der Zwischenzeit denken Sie mal drüber nach, bitte. So mächtig diese Idee war von Höchens, tja, so sehr hing sie in der Luft, weil das ist jetzt alles okay, das erklärt vieles, aber warum darf man das überhaupt? Warum darf man überhaupt eine Welle so interpretieren, als wäre jeder Punkt davon Ausgang einer neuen Kugelwelle? Und da kam dann Gustav Kirchhoff, der hat ganz allgemein aus den Maxwell-Gleichungen abgeleitet, dass dieses Prinzip so stimmt. Das ist natürlich viel, viel später passiert und das war natürlich dann, das hat den Gedanken auf ganz, ganz eine neue Ebene gestellt. Aber die Frage, die jetzt in dem Kopf entstanden ist, hoffe ich. Wir haben doch bisher immer, wenn wir die Welt verstehen wollten, von Extremalprinzipien gesprochen. Das Prinzip der minimalen Wirkung, das Prinzip der maximalen Eigenzeit, Lagrange, all diese Geschichten, die wir schon gemacht haben. Da, als Theoretiker hat man doch sofort diesen Gedanken, ja, hey Moment, wo ist jetzt hier bitte dieses Extremalprinzip? Das muss doch auch für Licht in irgendeiner Form gelten. Es muss einen ganz klaren, extremalen Weg geben, einen Grund, warum Licht es eben genau so macht und nicht anders. Und da sind wir schon auf den Spuren von Augustin Fresnel. Wenn ich nämlich genau dieselbe Situation nehme, aber jetzt nicht lokal betrachte, lokal an irgendeinem kleinen Punkt und von dort aus eine Welle aussende, sondern wenn ich das Problem global betrachte, im Ganzen. Ich habe also wieder hier diese Wasseroberfläche. Also hier sind die Wellen. Und ich habe jetzt hier irgendwie einen Ausgangspunkt. Stellen wir uns am besten mal vor, Sie sind jetzt hier ein Rettungsschwimmer und hier im Wasser ist irgendjemand, der hier um Hilfe ruft. Und eins ist klar, Sie sind an Land schneller als im Wasser, egal wie gut sie schwimmen. Jetzt könnte man natürlich naiverweise annehmen, okay, ich will hier natürlich möglichst schnell retten. Das heißt, ich nehme irgendwie diese kürzeste Verbindung.
Das heißt, ich laufe genau in diesem Winkel los und schwimme genau, hier ist ja die Wasserkante, und schwimme dann zu dem hoffentlich nicht Ertrinkenden. Oder Sie können sich überlegen, wäre nicht ein anderer Weg gut? Wäre es nicht schlauer, erstmal so weit wie möglich zu laufen? Weil an Land bin ich ja schneller. Laufen ist schneller als schwimmen. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel hier so einen Weg gehen, den kürzesten Weg schwimmen und den längsten laufen. Also der längste, der hierher führt. Sie können natürlich ja irgendwie nach hinten loslaufen, aber ich denke, das wird Probleme machen, wenn Sie weiterhin Rettungsschwimmer sein wollen. Könnte ja auch unterlassene Hilfeleistung oder solche Geschichten rauskommen. Genauso macht es jetzt relativ wenig Sinn, hier den kürzesten Weg zu laufen und den längsten Weg zu schwimmen. Ich glaube, auch das wäre Ihrer Karriere nicht zuträglich. Aber wenn Sie jetzt den weitesten Weg laufen und den kürzesten Weg schwimmen, dann ist auch das in der Summation nicht der schnellste Weg. Weder der kürzeste noch das hier ist der schnellste Weg, sondern der schnellste Weg, das wäre jetzt tatsächlich sowas hier relativ nah daran. Sie laufen also hier relativ, aber einen kleinen Winkel nehmen Sie noch in Kauf hier. Das wäre der schnellste Weg, weil Sie hier eine höhere Geschwindigkeit haben als im Wasser. Erinnern Sie das an was? Licht hat hier im Vakuum oder in der Luft eine höhere Geschwindigkeit als im Medium, als im Wasser. Und hier schlägt es zu, das Extremalprinzip. Warum geht dieser Winkel in so einen Winkel über und nicht in irgendeinen anderen? Weil diese Brechung hier zum schnellsten Weg führt. Licht geht also nicht den kürzesten Weg, sondern Licht geht den schnellsten der möglichen Wege. Und da steckt es, das Extremalprinzip. Spüren Sie das? Da liegt der Hase im Pfeffer, wie es schon heißt. Und das ist die globale Betrachtung und das war die lokale Betrachtung dieses Phänomens. Das lokale Prinzip nennt man das Höchjensche Prinzip und diese globale Betrachtung extremal nennt man das Fermatsche Prinzip. Darauf werden wir noch zurückgreifen. Was nehmen wir jetzt als Schlussgedanken? Fresnel hat mit seinen Erkenntnissen einen wesentlichen Beitrag geliefert in der Wissenschaft. Und doch war der Start für ihn sehr, sehr schwer. Er war Sohn eines Architekten und er litt als Kind unter extremer Lernschwäche. Mit 9 Jahren war noch kein Weg, dass er lesen hätte lernen können. Und trotz dieses schwierigen Starts wird er eine Karriere hinlegen und lange nach seinem Tod wird ein anderer Architekt oder nennen wir ihn lieber einen Bauingenieur. Er wird einen Turm errichten. Ein gewisser Gustave Eiffel. Und er wird an dieses berühmte Bauwerk die großen Namen der Wissenschaft anbringen. Und einer dieser 72 Namen wird Fresnel sein. Das heißt, man kann mit sehr, sehr schwierigen Voraussetzungen starten und man kann es zu echtem Ruhm in der Wissenschaft bringen. Das finde ich schon einen bemerkenswerten Schlussgedanken. Übrigens, ja, die Namen, die hat Eiffel selber ausgesucht. Und da war er ziemlich pragmatisch, weil die mussten ja Platz haben. Und er hat also keine Wissenschaftler genommen mit langen Familiennamen und natürlich keine einzige Frau. Das war noch richtig wild zu dieser Zeit. Noch wilder wird es beim nächsten Mal, wenn wir von dieser Überlegung mit einem Spalt übergehen werden zu einem Experiment mit 2 Spalten, mit dem Doppelspalt. Kein Experiment hat jemals die Sichtweise in der Wissenschaft so sehr verändert wie dieses, aber da werden wir ganz ausführlich drauf eingehen.